Hallo meine lieben Zwillinge, Happy Birthday von mir an euch. Ihr seid die Ersten mit der Monatslegung Juni. Ich würde sagen, wir starten rein und schauen mal, was der Monat für euch bereithält. Habt viel Spaß! Hallo meine lieben Geburtstagskinder, ihr seid die Ersten für den Monat Juni, für die ich in den Monatslegungen die Kerze anmache. Ich wünsche euch auf diesem Weg alles, alles Liebe für euren Geburtstagsmonat, für euer neues Lebensjahr. Wünsche euch ganz viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Dankbarkeit, schöne Momente im Monat Juni. Lasst euch feiern, feiert euch selber und fühlt euch ganz doll von mir aus der Ferne gedrückt. Ihr lieben Zwillinge, schön, dass du eingeschalten hast. Bitte bedenke trotz allem, es ist eine Kollektivenergie. Ich würde sagen, wir starten hoffnungsvoll mit euch als Erstes in den Monat Juni. Diesen Monat machen wir wieder ein keltisches Kreuz. Und ihr lieben Männer, seid so lieb und dreht euch einmal um. Ich lege immer aus der Sicht einer Frau. So, für den Monat, wow, für den Monat Juni. Wir haben das Retreat, wow, die Glaskugel. Vielleicht kommst du aus einem Winterschlaf, aus einem Rückzug, hast dich zurückgezogen, ja? Wir schauen mal rein, denn du hast hier Freedom, Freiheit, Weisheit und die Nummer 13, die Transformation hier für dich im Juni. Machst du dich frei von deiner Transformation? Du steigst wie der Adler in die Lüfte, hast die Perspektive gewechselt und bist jetzt, wow, schaut mal, flexibel, dich hier aus dem gehängten Modus mit der 48 runter reduziert auf die 12, was der Gehängte ist, im Tarot zu befreien. Ja, du bist jetzt flexibel mit den Herausforderungen des Lebens gewachsen sozusagen, hast Frieden mit der Vergangenheit geschlossen, kommst in inneren Frieden mit dir selber. Ja, hast hier große Veränderungen hingelegt. Vielleicht ist für dich auch der Adler öfters mal sichtbar, ein Krafttier vielleicht auch, ja, hier geht es wirklich darum, dass du Struktur und Ordnung in dein Leben gebracht hast, bringen wirst und jetzt dich dem Fluss des Lebens hingibst, um hier, kommt mir auch immer rein, wie Phönix aus der Asche, aufzusteigen, du bist aufgestiegen und bist jetzt flexibel für all das, was kommen mag. Ihr Lieben, die New Beginnings möchten für dich kommen. Ja, wow. Und die Karte Power, hier hat irgendwas wieder Blitz eingeschlagen. Irgendwas wird vielleicht wieder Blitz einschlagen. Vielleicht bist du hier auch im Monat Mai durch das Gateway, durch das Portal des Mondes sozusagen durchgeschritten. Ja, indem du deine Manifestationskraft genutzt hast. Hier haben wir nochmal die Karte Freedom. Also wenn das nicht mal was bedeutet, dann weiß ich auch nicht. Hier bist du wirklich über dich hinausgewachsen nach einer Zeit, der Geduld, du darfst vielleicht noch Geduld haben, es ist des Wartens wert, darf ich dir hier sagen. Wow, so, wir starten rein mit dem Tarot. Ich bin ganz gespannt, du flatterst hier Richtung Neuanfang, bist flexibel, bist offen, wird mir gesagt, nach einer Zeit der Geduld, nach einer Zeit der Zweifel, des Hin- und Hergerissenseins. Du hast hier Herz und Verstand in Einklang gebracht, ja, hast hier mit den zwei der Schwertern eine Entscheidung getroffen, nämlich folgende, die Wolken zu vertreiben, hinter Illusionen zu blicken und für dich ein- und aufzustehen. Ja, bevor wir anfangen, ihr seht, das Universum hat was mitzuteilen. Du bist hier zum König der Kelche geworden, reif und weise in deinen Emotionen. Du weißt jetzt, was es für dich bedarf, hier stabil und standhaft in deiner Gefühlswelt zu sein. Ja, du möchtest hier nur noch die Kelche annehmen, die dich glücklich machen, erfüllen und die dir Zufriedenheit und Dankbarkeit schenken. Und das finde ich mega toll. Du bist nämlich auch hier zum König der Kelche geworden. Du empfängst jetzt, du bist hier im göttlich-männlichen und göttlich-weiblichen, wird mir gesagt, ich bin gespannt, ob wir die Herrscherin oder den Herrscher noch sehen. Du weißt jetzt, was dich glücklich macht. Du stehst nur noch aus deiner Komfortzone auf, wenn dich wirklich was erfüllt. So.
Ich weiß nicht, ich muss noch mal mischen, ihr Lieben. Grund zur Freude, Grund zur Leichtigkeit, Grund zum Feiern. Nach einer Zeit der Planungsphase darfst du jetzt rausgehen, du darfst neue Menschen kennenlernen. Nach der Zeit des Rückzugs, der Einsamkeit, ja, hier als reifer, weiser Lehrer, ganz klar, haben wir ja schon gesagt, bist du zu deinen Erkenntnissen gekommen, wirst im Monat Juni dein Wissen in Weisheit umwandeln. So, wir starten mit dem keltischen Kreuz und gleich schauen wir, ob ihr alles sehen könnt. Aber ich vermute, wir müssen schon wieder ein paar Karten woanders hinlegen. So, wir gucken mal. Wir wandern ein Stückchen nach links. Wunderschöne Karten. Ich bin ganz gespannt auf den Neuanfang, was uns denn das Tarot hier offenbart, welche Freiheiten du dir jetzt nimmst, genommen hast. An der Unterseite des Decks unterbewusste begleitende Energie. Ausstieg aus den Acht der Schwertern. Wunderschön, ja? Du steigst aus dem Gedankenkarussell, du steigst aus limitierenden Glaubenssätzen, aus alten Verhaltensweisen. Du hast hier Gedankenhygiene betrieben, du hast dich geklärt in Gedanken, du hast dich gereinigt, ja? Du hast jetzt genau Fokus und Erkenntnisse, was du möchtest als König der Kelche. Wow! So, wir legen sie mal hier hin, schauen wir mal, ob wir sie sehen können. So, ihr Lieben, wir starten mit der Hauptenergie und klären zusätzlich mit dem Lenormand und gegebenenfalls mit dem Kipperdeck noch ab. Eure Energie im Monat Juni zu der Freiheit, zu eurem Wissen und der Flexibilität ist folgende. Ja, die emotionale Distanz mit den Acht der Kelchen. Du bist hier auf deinem Weg, schon seit geraumer Zeit, dich zu distanzieren von allem, was dir nicht mehr dienlich ist, was dich nicht mehr glücklich macht, was dich nicht mehr erfüllt, auch wenn es hier ein Aufbruch schweren Herzens vielleicht für den ein oder anderen war oder ist, ja, so gehst du hier deinen Weg beharrlich weiter Richtung zwei der Kelche, denn diese fehlen noch bis zur, ja, Happy Ever After Karte, bis zu den Zehn der Kelchen, glücklich, zufrieden, in absoluter Harmonie. Du gehst beständig weiter und bist bereit, alles hinter dir zu lassen, wie wir es schon gesagt haben, was dich nicht mehr erfüllt. So, wir schauen mal, bekommen wir zu den Acht der Kelchen eine Zusatzbotschaft. Hoppala, ja. Nach einer Zeit des Schmerzes, nach einschneidenden Erlebnissen, ich schaue mal schnell im Unterdeck, nach einer Zeit des Rückzugs, der Trennung, hast du dich unabhängig gemacht, ja, hier die Sense hat reingehauen, der Blitz hat reingeschlagen, etwas hat dich aus der Komfortzone rausgeschmissen, du möchtest jetzt aber deine Ernte einfahren, hier schicksalshaft eine Veränderung haben, nämlich, wow, schaut mal, du lässt schmerzhafte Erinnerungen hinter dir und ziehst weiter Richtung Sonne, größtes Glück, Erfolg, Power, Wärme, Klarheit. Du bist dir absolut klar, jetzt im Juni, wohin dein Weg dich führen wird. Fantastisch, ihr Lieben. Wow, im Sonnenjahr, wunderschön. Bleibe flexibel, wird mir gerade nochmal gesagt. Hier möchte etwas Neues starten, nachdem du Frieden mit dir selber gefunden hast. Wir schauen mal, was blockiert denn aktuell deine emotionale Weitergehen, deine emotionale Distanz? Schaut mal, er zeigt sich nochmal, der Eremit. Du fühlst dich vielleicht einsam, ja, du bist hier aber der spirituelle, reife, weise Lehrer, du bist eine alte, reife, weise Seele, du hast hier dein Licht in dir gefunden, du darfst hier auch dein Wissen in Klarheit umwandeln, in Erkenntnisse, ja, darfst Frieden schließen, suchst den richtigen Weg, du suchst die Lösung hier, ziehst dich vielleicht ganz gern mal zurück, vielleicht, ne, auf einer Zeit oder in einer Zeit der emotionalen Distanz sozusagen, ist es vielleicht hier der Tipp der Karten, sich zu öffnen, wie wir mit den drei der Kelchen gesehen haben, rauszugehen. Hier als große Arkana, die Nummer 9, bist du wirklich standhaft jetzt. Du hast gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Yes, ihr Lieben, genau das, was ich gesagt habe. Ihr dürft hier mit dem Reiter vorwärts gehen, aktiv werden. Hier kommen Nachrichten vielleicht auf dich zu, ja. Hier darfst du ganz stabil bei dir bleiben. Du hast hier gelernt, für dich ein- und aufzustehen, darfst aber jetzt auch für dein Glück vorangehen, aktiv werden, dich in Bewegung setzen und aus der Planungsphase in die Aktion kommen. Ja, nimm dir Mut, Kraft, Stärke, Fokus, ne? Hier wirklich deinen Weg beharrlich zu gehen mit dem Bär. Wow.
So, wir schauen mal, was habt ihr denn in Gedanken, ihr lieben Zwillinge? Die 9 der Stäbe, ja. Ne, wie soll es anders sein? Haben wir ja am Anfang schon gesagt, ihr seid der verwundete Krieger, der aus der Vergangenheit gelernt hat, der sich schützt, der sich abgrenzt. Ihr habt hier wirklich schon eine Menge Belastung auf euren Schultern gehabt, ja. Habt euch zurückgezogen, um hier im Krankenlager eure Wunden zu heilen. Jetzt geht's drum, aber diesen Schutz Zaun niederzureißen, wieder sich aufzumachen, rauszugehen, neue Menschen in Leichtigkeit in Empfang zu nehmen nach einer Zeit der Innenschau, der Geduld. Du hast Frieden geschlossen, hoffe ich und wünsche ich dir mit der Vergangenheit, denn wenn du alle schmerzhaften Erfahrungen umgewandelt hast, reflektiert hast und losgelassen hast, dann bist du auch in Frieden mit dir selber und dann bist du ready, sozusagen wieder voranzugehen, um neue Menschen, Situationen, Angelegenheiten, vielleicht einen Jobwechsel, auch einen Umzug etc. voller Freude in Empfang zu nehmen. Der verwundete Krieger, ja, hier heißt es wirklich, auch wenn du das Gefühl hast, du hast keine Kraft mehr, doch, wir haben den Bär hier gesehen, nimm die letzte Kraft zusammen, die du hast, du bekommst vom Universum immer nur das, was du auch schaffen kannst. Du hast hier vielleicht in Gedanken noch das ein oder andere Ende, ein oder anderen Schlussstrich sozusagen. Reflektierst nochmal die Verletzungen der Vergangenheit, damit du jetzt ready bist für deinen Neubeginn. Yes, rein in dein Glück, ihr Lieben. Kurz und bündig, was sollen wir sagen? Glückliche Fügung, glückliche Zeiten, schicksalshafte Ereignisse. Und da habe ich Gänsehaut, jawohl. Hier möchte Karma für dich wirken. Ja, du wirst jetzt hier die Konsequenzen deiner Handlungen, Erfahrungen und Taten einernten dürfen, abernten dürfen. Hier hat das Universum die Finger mit im Spiel. Ne? Mir kam hier bei der 10 auch das Schicksalsrad rein. Hier möchte sich jetzt etwas für dich zum Positiven weiterdrehen. Du wirst vielleicht Kommunikation bekommen, Nachrichten, Angebote, ja, darfst hier Neues dazulernen, darfst aktiv werden und deinem Glück folgen. Wow. Ihr Lieben, wir schauen mal rein. Wo kommst du denn aus der Vergangenheit her? Ja, die Welt. Hier hat sich ein karmischer Zyklus geschlossen. Der ein oder andere hatte hier mehrere Wiederholungen, mehrere Kapitel sozusagen, mehrere Endlosschleifen. Ja, hier darf jetzt oder hat sich in der Vergangenheit die Welt quasi drum gekümmert, dass du alte Kapitel schließt, damit hier mit der großen Arkana Neues beginnen darf. Deswegen wird mir immer wieder gesagt, du hast dich hier befreit von karmischen Zyklen. Du bist jetzt in deinem Freedom, in deiner Freiheit angekommen, hast gelernt als spiritueller Lehrer, die Erfahrungen und Verwundungen der Vergangenheit in deine Weisheit umzuwandeln und aus diesen jetzt deine Kraft und Stärke zu ziehen. Du hast die schicksalshaften Herausforderungen angenommen, ihnen die Stirn geboten und bist dran gewachsen. Hoppala. Ja, hier schließt der ein oder andere ein Kapitel mit einem Herzensmenschen, mit einem Chef, mit einem Freund, ja, der vielleicht das ein oder andere Geheimnis hatte. Ja, du hast weitergelernt, du hast dich weitergebildet, vielleicht auch im Bereich Beziehungen und Partnerschaften, ja, möchten hier alte Zyklen geschlossen werden, damit du endlich eine neue Geschichte schreiben darfst, völlig voller Freiheit. Vielleicht möchtest du auch einen neuen Partner, ja. Hier Stabilität und Sicherheit konnte dir jemand in der Vergangenheit nicht geben. Du gehst jetzt für dein eigenes Glück weiter voran. So, wir klären mal mit den Kipperkarten. Bekommen wir noch eine Zusatzbotschaft für den Mann. Ja, du möchtest weiter in deinen Neuanfang. Wow! Eine neue Liebe, einen neuen Menschen treffen, kennenlernen. Vielleicht bekommst du auch, ne? Nach, wow, die Welt kann natürlich auch eine Geburt sein, ihr Lieben, ein Kind, ja? Hier war jemand sehr strikt, sehr unterkühlt, sehr militärisch, wollte nur seinen eigenen Willen voransetzen. Hier schließt du wirklich ab und bist bereit für deinen Neuanfang oder du startest ein neues Kapitel im Bereich der Familiengründung. Ja, eine neue Geschichte darf jetzt hier geschrieben werden. Wow. So,
Halt, wir schauen erst, bevor wir in die nahe Zukunft starten, was hast du denn im Unterbewussten, was ist die Basis, was beschäftigt dich emotional? Ihr Lieben, schaut mal her, nochmal die drei der Kelche, ja? Also die zwei Karten sind sehr vehement, die drei der Kelche und der Eremit zeigen sich zweimal. Das heißt, hier geht es darum, du darfst rausgehen, du darfst Spaß haben, du möchtest emotional die Leichtigkeit wieder leben, fühlen, du möchtest dich den schönen Dingen des Lebens hingeben, ja, mit Freunden, schöne Stunden erleben, in Arbeitskreisverhältnissen, in kleinen Gruppen, Harmonie und Frieden spüren, ja, weg von Schmerz und rein in Glück und Power. Mit dem Drei der Kelchen kann es auch sein, dass der ein oder andere Verletzungen bezogen auf eine Dreierkonstellation heilt. Ja, hier, ne, auch nochmal die Karte 13, das Kind. Wir haben hier das Kind und hier das Kind. Du möchtest einen emotionalen Neustart nach einer Zeit, wo keine Leichtigkeit mehr legbar war, wo du hier deine Schattenthemen reflektieren durftest, ja, wo du in Illusionen gelebt hast, nicht ganz klar sehen konntest. Hier hast du jetzt deine Zeit genutzt als verwundeter Krieger und hast alles Unterbewusste nach oben abgearbeitet, sozusagen, um hier nochmal einen Neustart, neue Angebote, neue Nachrichten, neue Kommunikation in Empfang zu nehmen. So, auch hier möchte ich trotzdem noch eine Kipperkarte für den Neuanfang in Leichtigkeit. Grund zur Freude, Grund zum Feiern. Geh raus, hab Spaß, öffne dich neuen Momenten, neuen Freundeskreisen, ja? Ja, hier, der Wandel, ihr Lieben. Change, genau. Geh raus und verändere deine Perspektive. Trau dich wieder Spaß zu haben. Geh raus, hab Spaß, übe dich in Leichtigkeit. Genieße das Leben. So, wir schauen rein. Die nahe Zukunft, was bringt sie für dich? Wow, ihr Lieben, ich zeige sie euch. Die 5 der Kelche in Reverse. Ich liebe sie. Momentan, ja, auf dem Kopf hatten wir auch schon in den ein oder anderen vergangenen Legungen. Die Zahl 5 ist ja immer die Zahl der Herausforderung, die Zahl der Freiheit. Mit den 5 der Kelchen ist hier etwas zerbrochen. Ja, eventuell eben hier alte Beziehungen, Muster, Verhaltensweisen. Du hast hier das Bedauern und Betrauern, die Enttäuschung und die Einsamkeit, dass hier wirklich die emotionale Herausforderung dich an deine Grenzen gebracht hat, überwunden. Denn weil sie reverse liegt, heißt es, du kommst in Frieden und Akzeptanz mit dem, was kaputt gegangen ist, mit dem, was zerbrochen ist, ja, und erkennst jetzt nämlich hier, dass die 2 der Kelche, die da noch dastehen, dein Ziel und Fokus sind, wie wir es hier mit den 8 der Kelchen schon gesagt haben. Wow! Die Zahl 5 steht ja auch für die Transformation und für die Veränderung. Ja, wirklich hier abgeschlossene Transformation, alte Kapitel mit Ahnenthemen, Herzensmenschen, mit dem ein oder anderen Ex-Partner, Ex-Partnerin, mit Illusionen und Unklarheiten und den Wolken sind hier transformiert, wo du nicht ganz klar sehen konntest, wo du wirklich verwirrt warst. Hier befreist du dich, machst dich frei und hast deine Schattenthemen, ne, intuitiv nach oben gebracht, intuitiv abgearbeitet, hast dich deinen inneren Kindthemen gestellt. Wunderschön. So, wir schauen mal. Deine Energie bezogen auf die emotionalen Weitergang sozusagen Richtung Glück, Sonne und Erfolg. Und ihr Lieben, hier haben wir sie nochmal, eure Karten, die sich trotzdem nochmal zeigen wollen, die 2 der Stäbe. Du möchtest hier rein in eine neue Zukunft. Wichtig ist hier nicht in die Vergangenheit so oft zu schauen. Wenn du die Vergangenheit nutzt, um zu reflektieren, wo du in Zukunft hin willst, dann ist das natürlich gut. Aber nicht in der guten alten Vergangenheit feststecken, sondern hier mit den 2 der Stäben aktiv werden, ne? Planen, wohin soll deine Zukunft gehen und auch eine ganz klare Entscheidung treffen, nämlich was begeistert dich, was motiviert dich, was inspiriert dich, wie darf und soll deine Erfüllung, dein Neuanfang ausschauen. Sei flexibel. Die New Beginnings, dein Glück liegt hier schon auf dem Tisch. Ohne meine Tischdeko zu zerstören. Ja, die New Beginnings, ihr Lieben, die positive Veränderung, der Wandel, der Umzug, die Reise, ja, vielleicht auch hier möchtest du ein Kind oder bekommst ein Kind und darfst jetzt eben aktiv hier für deine Familiengründung ein- und aufstehen mit dem Storch. Wunderschön, geht's hier wirklich drum, ein positiver Wandel zeigt sich dir. Hier darfst du ganz klar eine Entscheidung treffen. Ich sag ja, das Schicksal hat
die Finger mit im Spiel. Wow. Wir gucken mal, was kommt denn von außen auf dich zu? Wow, die 9 der Münzen. Ja, hier geht es um deinen Selbstwert, um Fülle. Fülle in Finanzen, Fülle in deinem Wert, Fülle in körperlichen Ressourcen. Du hast dich hier unabhängig gemacht. Du bist hier selbst dein eigener Chef sozusagen, ja. Gehst für dein Glück voran. Von außen kommt jemand auf dich zu oder andere Menschensituationen, die deinen Wert erkennen, die dich jetzt deine Ernte abernten lassen. Ja, hier mit den 9 der Münzen bekommst du finanzielle Unterstützung, finanzielle Fülle, Stabilität und Sicherheit. Was schmeißt sich auf den Neuanfang? Ich wollte gerade sagen, mir wird hier der Baum gezeigt und schaut mal, was das Lenormand auch noch preisgibt, auch den Baum. Hier geht es um eine neue Verwurzelung, jemand, mit dem du beständig wachsen kannst. Du kümmerst dich um deine Gesundheit, ja. Hier triffst du vielleicht den ein oder anderen Herzensmenschen, neue Freunde, neue Arbeitskollegen, ja. Menschen, die dich quasi begeistern. Hier geht es darum, zu daten, rauszugehen, aktiv zu werden, neue Kontakte zu knüpfen, aber sich auch der Natur zu öffnen, zu empfangen, die Fülle zu ernten, ne, die Ressourcen zu ernten, hier mit dem Baum wirklich sich neu zu stabilisieren, neu zu verwurzeln und auch wieder mit der Zahl 5, ne, nach einer Zeit der Transformation hier in die Veränderung zu gehen. Denn du bist dir jetzt, mein lieber Zwilling, deines Wertes bewusst. Wunderschöne Legung. Ja, wir schauen mal, eure Hoffnungen, Wünsche und Ängste, tatata, hier haben wir die Gerechtigkeit, ne, Karma, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, du hast hier die große Hoffnung, dass jetzt wieder Balance reinkommt, Gleichheit, dass hier eine gerechte Entscheidung für dich getroffen wird, dass du jetzt dein gutes Karma ernten darfst, ja, denn die Gerechtigkeit steht für das Abernten der Konsequenzen der vergangenen Handlungen, Taten und Worte sozusagen, für eine Entscheidung auch. Das heißt, du, mein lieber Zwilling, darfst dich wirklich immer wieder, auch im Monat Juni, für dein großes Glück entscheiden, für deine Fülle entscheiden, für deinen positiven Wandel entscheiden, ja, für deinen Neuanfang, deinen Umzug, deinen Wandel sozusagen hier vorangehen, denn große Arkana, wie der Eremit, die Herausforderung ist jetzt hier, wirklich ins Handeln zu kommen, mitzuentscheiden, wohin soll dein Neuanfang dich denn führen. Wir haben jetzt sehr viel Karma, sehr viel Schicksal auf dem Tisch. Wir schauen mal die Gerechtigkeit. Relax, ja, bleib ganz ruhig, warte ab. All das, was für dich bestimmt ist, wird den Weg zu dir von ganz alleine finden. Ja, schöne Momente, Glück, Freude, Treffen, Dates, Einladungen, Geburtstagsfeiern. Schaut mal, ihr bekommt hier treue, loyale, neue Menschen, wie ich schon gesagt habe, in euer Feld geworfen mit dem Hund. Geht es um treue Seelenbegleiter, ja, um treue Freunde, um loyale Menschen, wirklich jemand, der dich gut versteht. Hier möchtest du jetzt Seelenpartner anziehen, wirst neue Seelenpartner finden, neue Bereicherungen. Wow, ihr Lieben, im Bereich der Gefühlswelt, einflussreiche Personen werden deinen Weg kreuzen, Tiefgang in Gefühlen, Tiefgang auch in emotionalen Angelegenheiten, auch finanzielle Fülle erhofft sich der ein oder andere. Hier bekommst du schöne Treffen, schöne Einladungen, die dich wirklich tief in deinem Herzen berühren. Hier deine Heilung nach einer Zeit, ne? Der Angst, des Kummers sozusagen, die Maus frisst hier die Umwege, die Verstrickungen, alle toxischen Menschen jetzt auf und du öffnest dich den schönen Stunden des Lebens, gehst raus, hast Spaß und öffnest dein Herz. So, wir legen sie mal hier unten hin, sonst haben wir keinen Platz mehr. Wir schauen mal. So, weiter geht's. Wie geht euer Monat Juni denn für euch aus? Wie entwickelt sich eure emotionales Weitergehen? Transformation. Yes. Ein neuer Abschluss sozusagen. Ende von Altem, Anfang von Neuem. Der Tod reicht dir hier die Hand. Stirb- und Werdeprozess, Transformation. Die ganze Zeit erzähle ich schon. Wunderbar. Du schließt alte Türen, ja? Öffnest dieses nur noch für Menschen, die dich glücklich machen und erfüllen. Ihr habt hier wirklich, ne, Karma, Gerechtigkeit, reifer, weiser Lehrer, ne, reife, weise Seele, Erkenntnisse nach einer Zeit der Transformation. Hier im Juni schaffst du es wirklich,
final alte Kapitel zu schließen, mit Unklarheiten in Frieden zu kommen und hier alte Beziehungen abzuschließen, dich zu trennen, zu distanzieren von allem, was dich nicht mehr erfüllt, und bist ready sozusagen für neue Partnerschaften, Beziehungen, Bündnisse, Verträge auf Augenhöhe. Ja, du findest hier einen Weg, um dein Schlupfloch sozusagen rauszufinden. Du möchtest keine Wiederholung haben, sondern du machst dich frei und bist bereit für einen Neuanfang. Wartet mal, wir klären mal mit den Kipperkarten noch ab. Vielleicht beendet der ein oder andere auch ein Arbeitsverhältnis von euch, weil er erkannt hat, ihr möchtet diesen Kreislauf nicht mehr, ihr möchtet stattdessen frei sein, ihr wollt neu anfangen. Das, was ihr macht, gibt euch vielleicht keine Stabilität mehr, erfüllt euch nicht mehr. Ja, hier, ja, herrscht immer nur Struktur und Ordnung sozusagen. Du möchtest jetzt ganz klar für dein Glück vorangehen, möchtest lange zufrieden sein und Stabilität abernten. Wunderschön. So, wir fragen mal noch mit der Lisa Ehrenfried, mit dem Lisa Ehrenfried Kartendeck. Was ist noch wichtig für dich? Wo darfst du noch hinschauen bezogen auf den Neuanfang? Sei wertfrei gegenüber deinen Gefühlen. Es gibt keine negativen Gefühle. Jedes Gefühl will gesehen und angenommen werden. Ja, ne, das sagt natürlich auch die Transformation. Bitte nicht die schmerzhaften Erfahrungen wegdrücken, sondern auch dieses Gefühl will gelebt, angeschaut und gefühlt werden, damit du wieder in deine Leichtigkeit kommst. Komm in dein Gleichgewicht. Jawohl, ne? Hier haben wir ja auch die Balance gehabt. Wer in seiner inneren Mitte ist, den bringt kein Sturm ins Wanken. Wow. So, ihr Lieben, ich ziehe euch jetzt noch eine Karte der Liebe. Wartet mal, ich überlege, ob ich lieber stattdessen von der Doreen Virtue dieses Deck nehme, schaut und dann springt schon die Karte. Hier geht es um die Freude. Freude ist die höchste aller Energien. Sie ist das köstliche Gefühl, dass alles möglich ist. Freude entspringt der Dankbarkeit für die Geschenke, die jeder Augenblick des Lebens bereithält. Freude erlaubt dir, deine gegenwärtigen und zukünftigen Erfahrungen in ihrer höchstmöglichen Form anzuziehen und zu kreieren. Ja, ne, ihr Lieben, die drei der Kelche sind wirklich Freude, Leichtigkeit, Spaß, Glück. Du bist hier in deinem Wandel, auf deiner Reise, gehst voran, hier glückliche neue Menschen, glückliche neue Momente, voller Tiefgang, voller Freude, voller Emotionalität hier zu genießen nach einer Zeit der Unklarheiten. Wo legen wir sie denn hin? Wunderbar. Sei verspielt, sei leicht, ne, sagen auch die drei Kelche. Dann geht's für dich weiter und wir ziehen hier noch eine Karte und dann schließen wir euren Monat Juni. Ihr seid auf dem richtigen Weg, voller Kreativität. Yes, ihr seid auf dem richtigen Weg. Was brauchen wir mehr? Meditation bringt dir die ein oder andere Antwort, ne? Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr klar sehen, du hast vielleicht Angst vor Wiederholungen, dann zieh dich in dir innerlich zurück, sorge für dein inneres Licht, meditiere, finde Ruhe und Stärke in dir selber. Hier haben wir den Neuanfang auf den Tisch. Du darfst flexibel sein und dich frei machen, frei fühlen und mit Geduld drauf vertrauen, dass hier schicksalshafte Veränderungen in dein Leben kommen möchten. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen zauberhaften Juni. Habt viel Spaß, genießt die Sonne, folgt eurem großen Glück, werdet aktiv, ne? Schreibt Nachrichten, freut euch auf Nachrichten, die kommen. Hier möchten neue Herzensmenschen, Seelenpartner, Seelenfreunde in euer Feld kommen. Voller Wert sozusagen, Menschen, die euren Wert und eure Stabilität und eure Weisheit erkennen. Habt viel Spaß, bis zum nächsten Video und ganz bald. Ciao, ciao, eure Sanni.